So, ich mache jetzt ganz schnell mein Handy auf Mute und dann geht's los. Einen Moment, ich muss meins auch auf lautlos stellen. So. So, kann's losgehen, Daisy? Kann ich zählen? Jo. Du darfst Eins, zählen. zwei, drei, los. Und da hat sich der Tracker aktualisiert. Bei mir noch nicht, aber das haben wir gleich. So, was wollte ich denn noch so für Kistchen holen? Ich habe im Escape lag noch irgendwas rum. Hey, bei dir nicht. Aber vielleicht bei mir. Das Schlimmste ist, ich darf jetzt einmal durch die Dark World und dann wieder zurück. Oder hatte ich das letztes Mal vorm Ende gemacht, dass ich noch mal durch den Escape geflitzt bin? Es nicht mehr. Ich gehe mal gucken. Ja, ihr müsst halt schnell abstimmen, ne? Ich wollte gerade sagen, es stimmt einfach schneller ab. Au. Ich weiß auch nicht, auf was der Timer steht. Ich sehe das nicht. Ich glaube auf 5 Minuten oder so. Nee, ich habe Aghanim gemacht. Nein, hier wollte ich nicht rein. Kann einer mal von euch gucken, wie lange die Vorhersage noch gültig ist, bis die geschlossen ist zum Abstimmen? Ich habe, glaube ich, insgesamt auf 5 Minuten gestellt zum Abstimmen. Also noch 1 Minute oder so. Noch etwas über 1 Minute, schreibt Norkas. Ich kann da auch gleich 1 Minute stehen bleiben, also. Kannst du auch machen. Zip. Da ist die Kiste. Bleiben Daisy. Und ich dachte vielleicht, dass man dann Schlüssel braucht, aber den braucht man erst hier. Ich bin da zweimal hintereinander reingelaufen. Ich bin der dümmste Mensch auf Erden. Ich meine, wenn da nichts drin ist, habe ich eh nichts zu tun. Aber hey. Mann, ey! Kann die Vorhersage mal ein bisschen schneller gehen? Ja, mach mal schneller! 30 Sekunden würde ich schätzen. Ja, ich sehe ja diesen Balken, der abläuft. Da Keiner drunter. außer Schmönko. Okay, vielleicht können wir Schmönkos Punkte mopsen. So, jetzt ist sie durch. Das war Hat so sich gelohnt. klar. Nicht. Schmönko kriegt ihre Punkte zurück. Bin ich da jetzt dreimal hintereinander hingelaufen, weil... Oh mein Gott. Geh mich löschen. Warte, es war Trash drin, denn dann ist das zweite, dann kriegt er seine Punkte nicht wieder. Hä? Ach so. Ich dachte, Schmünko hätte auf die Trashkiste gewettet. Nee. Er hat geglaubt, dass da entweder der Spiegel oder der Enterhaken drin ist. Tschüss, Schmünkos Punkte. Sehen wir ja gleich, ob da jemand gewonnen hat. Ah, Vanessa war weg. Vanessa! Vanessa, mach mal deinen Job, denk dir mal eine neue Vorhersage aus. Rockers hat sich die Punkte gekrallt. Geil. Rippschwünku. Oh, das war falsch. Ja, da muss jetzt in diesem Dungeon irgendwas für mich drin sein oder für dich. Ich hoffe für Ausnahmsweise. mich. Vanessa! Dann schlag eine vor, damit ich eine einstellen kann. Hallöchen, Moin, ist der Dennis. ganze Bereich ein Port? Du meinst beim Eingang von jetzt, ja. Okay, wir Da machen musste jetzt bei mir den ganzen Tag nichts anderes, als da reinzulaufen. da auch gerade durch und dann wieder mit dem Spiegel halt wieder nur, weil ich in das scheiß Schloss wollte. Ich hab keinen Spiegel. Muss hinten rum. Hallo Dennis. Ich bin jetzt erleuchtet.
Ja? Du hast wieder Dinge verpasst. Also ich habe schon mal was gefunden, was mir weiterhilft. Hast du? Ja, den Schlüssel für Eastern. Den großen. Moment, ich muss mal kurz bei mir Sachen rumschieben. Ja. Norkas, das ist aber ein Umweg. Bin ich gerade dumm? Ich meine ja, aber... Ja, Dennis, so lange, bis wir durch sind. Frag mich nicht, wie lange das dauert. Es kommt drauf an, wie gnädig das Spiel ist. Mittlerweile. So, Entschuldigung. Ja, was Daisy sagt. Nein, nee, wir müssen beide durch sein. Wir müssen beide durch. Es gibt wahrscheinlich irgendwann mal eine Pinkelpause, Dennis. Also das Übliche, aber jetzt nichts Großes. Es kann sein, dass wir in einer Stunde auf anderthalb fertig sind. Es kann sein, dass wir hier in 3 Stunden sitzen. Ich laufe jetzt halt Spots ab, die egal sind, also wo definitiv nichts Wichtiges ist, weil ich halt nichts zu tun habe. Weil Daisy meinen Spiegel oder Enterhaken finden muss. Ja, und keine Ahnung haben, wo der ist. 45 Sekunden, easy. Dennis, hast du schon mitbekommen, dass du jetzt auch ein Emote hast, ein anderes? Wir haben da was umgestellt. Habe ich im Discord geschrieben. Blame Daisy und Vanessa und Kitty. Wieder was für mich, was mir weiterhilft. Ne. Also ich habe das, die Website da jetzt nicht im Blick, ne? Die ist hoffentlich nicht wichtig. Ich habe sie bei mir im Blick, aber halt nur, ob ich connected bin, aber... Das hat auch Dienstag funktioniert, von daher. Alles schon ausgemessen? Warte, was? Hä? Bin verwirrt. Was? Chat, ich kann euch nicht folgen. Auch gerade. Keine Ahnung, fall erstmal ein Loch runter. 45 Sekunden. Ach so. Noch 9000 Bits für das Rage-Mod. Hm, Dennis, für Mario Kart etwa? Geil. Gut. Ich habe ja überlegt... Ich wollte den Skillen und hab's verkackt. Im Tier drüber ist das Derp-Emote. Da habe ich überlegt, ob wir das auch tauschen. Aber Daisy und Vanessa haben gesagt, nee, lass mal. Ab heute Abend ist September, ne? 20% auf alle Subs. Und Samstag ist Stream. Was? Ich meine natürlich, kauft euch von eurem Geld lieber einen Döner. Auf alles außer Tiernahrung, ja nun. Also auch heute noch mal kurz erklärt. Daisy und ich spielen Key Sanity. Mm. Ja, dann wären wir in 2 Wochen noch nicht fertig. Daisy spielt Key Sanity, ich nicht. Und wir können, das ist halt ein Randomizer. Das heißt, die Items sind nicht so verteilt, wie sie sollten. Und wir spielen nicht in der Reihenfolge, wie es gedacht ist. Und Multiworld heißt, ich finde in meinem Spiel Items für mich und für Daisy und das gleiche bei Daisy. Jedenfalls im Optimalfall. Ja. Wo gehe ich denn noch hin? Außer das Spiel sagt nein. Da kann ich nicht hin. Da kann ich nicht hin. Guck mal, wieder ein Herz für dich. Geil. Ich finde Sachen für dich. Aber... Ich kann ja mal gucken, was ich für Misery Meyer brauche. Ich komme zwar nicht rein ohne Enterhaken, aber dann weiß ich schon mal, ja, ob ich das Ding habe. Du kannst mit den Stiefeln darüber.
Entschuldigung, was sagst du? Du mit Stiefeln kommst du über das erste Loch rüber. Weil du gegen den Stein bonken kannst. Stimmt! Dann kann ich mir Misery Meyer angucken. Ja, kann ich. Und Vanessa kann gleich nach Hause. Nimm Lucky mit! Nimm Lucky mit! Go, go, Lucky! Einfach eben die Katze entführen. Ach, das merkt keiner. Easy going. So, wie weit komme ich in Misery Meyer? Du müsstest eigentlich theoretisch komplett abschließen können. Pass auf, der Kram ist bei mir. Also, wenn der bei dir jetzt in Misery Meyer ist, ne? Dann killst du mich, weil ich dich killen wollte. Ja. Killen wir uns gegenseitig. Easy. Ja, Norkas, sie weiß ja nicht, welches ich brauche, oder? Nee, wusste ich nicht. Ich wusste das mit den Schuhen eventuell nicht. Dachte, ich brauche zwingend Enterhaken. Nee, den braucht man nicht. So, wo fange ich nochmal an? Weil ich jetzt keinen Bock habe, wieder Schaden zu nehmen. Ich glaube, oben rechts. Ah, pass auf, ich hab Birna. Sagte sie und läuft überall rein. Easy. Hallo, ich heiße Kitty. Ich spiele so, als hätte ich noch nie Zelda-Games gespielt. Ich spiele quasi wie Lord Pappnase. Dann weiß Baumi Mod, dass ich nicht mehr hab. Blame Vanessa. Ja, nun. Wer hat das mit dem Facepalm Mod geschrieben? War das Vanessa? Ich glaube schon, ne? Weiß es nicht mehr. So schlimm? Was meinst du, Schminko? Immer noch Blame Klaus! Blame Klaus! Blame Nessa! Na, wir müssen nett zu Vanessa sein. Ja. Der Bus hatte einen Zwacken. Also. Ich guck da mal, was da Hasrale hat. Können wir uns auf Liebe für Vanessa einigen? Ja, ihr habt doch jetzt ein neues Emote, ne? Pass auf, Vanessa. Hier, der ist für dich. Und der auch. Und der auch. Wie Nase bei seinem ersten Run. Ja, okay, ganz so schlimm spiele ich, glaube ich, doch nicht. Mal mitmachen mit Emote. So, wenn ich durch den Stachelraum durch bin, wo gehe ich am schlausten raus? Unten oder rechts? Unten oder links? Gehen die durch den Raum, wo du gerade durchgehst. Nun. Ich will nach unten, okay. Oh Gott, habt ihr Nase, Lord Pappnase bei A Link to the Past gesehen? Es war interessant, würde ich sagen. Darf ich interessant sagen, Daisy? Nein. Es war alles, aber nicht interessant. Nun. Gell, rechts ist eine Kiste. Warte, ich habe oben noch eine Kiste vergessen. Geht die dumm? Nein, einen spannenden POD. Oh ja. Oh ja, Norkas. Das war auch nichts für dich. Ich würde so gerne bei Lord Pappnase den Wassertempel sehen. Och nee. Das ist eine komplette Katastrophe. Ich glaube hier lang. Ich finde das witzig. Ja, du fandest es aber nicht witzig, als du selber da durch musstest. Bitte nicht. Lord Pappnase, Norkas. Ganz klar Lord Pappnase. Ja, wer auch sonst. Belly ist zwar ein bisschen lost und vergisst gerne eine Stelle im POD, aber der kann definitiv besser Zelda spielen. Sorry, Pappnase. So, dann will ich gleich mal da rechts rüber, glaube ich. Theoretisch. Oh. Ich kann jetzt Eastern machen, danach kann ich Swamp Palace machen und danach habe ich keine Ahnung, aber dann habe ich, glaube ich, alle Kristalle und kann in GT rein. Oh no, not the GT. Ich
Ich habe übrigens Belly am letzten Sonntag in Salzkart sehr gefeiert. Ich hoffe, ihr auch. Es war geil. Es war super geil, außer für ihn. Soll halt häufiger spielen. Oh Gott, das geht ja sogar ohne Enter. Ja. Hä, hey, war hier nicht noch eine Kiste? Ja klar, hier. Ich kenn ja, mich aus. Ich komme gerade aus dem Raum mit dem Big Key. Ah! Ich nehme den Belly-Weg, Norkas. Belly in Salzkart war ein Highlight. Mhm. Sonntag war lustig. Mhm. Nix für Daisy. Nix für mich. Ihr dürft übrigens Bescheid sagen, wenn ich Kisten stehen lasse, ne? Ja, bitte. Ja, bitte. Daisy, please. Glaub doch mal mehr an... Ja, okay, du weißt, dass ich lost bin. Wer weiß, am Ende ist der Spiegel bei dir. Nur weil du was übersehen hast. Ey, ich hätte so mit gerechnet, dass der bei dir an dem einen Spot liegt, wo du zuerst warst. Ja, leider war er da nicht. Der war doch irgendwo ein Schlüssel. Der Meier war bei mir auch nicht. Au. Eastern war bisher auch nicht. Ich hasse diesen Raum. Weil ich dumm bin. So, war hier unten noch was? Ich weiß es nicht mehr. Nein, war es nicht. War in dem Raum was? Norkas, Daisy? Nee. Okay, danke. Jetzt kann ich auch nach Hera in den Dungeon die letzte Kiste holen. Wo mache ich das zuerst? So, ich will erst nach oben. Das habe ich mir mal irgendwann gemerkt. Ah, ach, Hilfe. Ich kann mir auch den Masterschmerz... Das Podest holen. Stimmt, da war ja was. Haha, oho. Und dann... Guck ich erst da. Will ich wieder zurück. Da ist das Schöne an Christianity, man muss einfach alles angucken. Pass auf, in deinem Pedestal ist irgendwas Geiles für mich. So, hier ist aber nix. Der Daisy? Alter! Der Daisy hängt mich ab. Was in Zelda nichts Überraschendes ist. Ich wollte gerade sagen. Der hängt jeden ab, außer Norkas. Ja, bei Key Sanity würde ich Norkas wahrscheinlich auch abhängen. Meinst du? Weil wenn er noch nicht so häufig Key Sanity gespielt hat, ja. Norkas? Kann Key Sanity? Ich hab's halt einmal gespielt im Stream. Es war irre witzig, vor allem für Daisy. Bis gleich, Vanessa. Gute Heimreise. Jo, gleich. Ich hoffe, du guckst nicht im Auto meinen Stream. Sonst komm ich und hau dich. Ich hab grad die Masterbombs gefunden. Was hast du? Bomben. Nice. Ich glaube, ich mache mich noch mal ein bisschen weniger hell. Die Taste ist das. Oh, das wollte ich nicht drücken. Moment. Was ist denn jetzt angestellt? Na, es gibt... Also, das ist jetzt... Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Das ist normales Licht. Dann habe ich einmal warmes Licht. Dann sehe ich sehr gelb aus. Und kaltes Licht. Dann sehe ich sehr weiß aus. Ich bin für das Normale. Meister Bombs! So, das Hin- und Herstellen hat mir jetzt leicht meine Augen irritiert. Generelles Movement und meine Threads schon besser ein. Oh! Macht mal Key Sanity Race, ihr beiden. Das fände ich spannend. Macht euch einen Seed. Pass mal auf, bis du einen richtig fiesen Key Sanity Seed kriegst. Das hier ist noch ein bisschen einfacher. Oh, guck mal, ein Schlüssel für dich. Was für einer ist das? Skywoods, unwichtig. Ah. So, theoretisch kann ich jetzt nach oben durch. Die Sanity Routing ist wahrscheinlich besser, aber weiß nicht, ob das reicht. Es wäre ein spannendes Race zwischen euch. Ich mache euch ein Seed. Dann bin ich schuld. Oh shit.
das war jetzt Fail. Ist das Spiel eigentlich laut genug für euch, Leute? Neues Stream-Projekt. Ja, Desi kann nicht oft talken. Wollte ich gerade sagen. Oder Norkas. Norkas macht für sich und bei sich Zeug. Da können wir das lieber so machen, wie schon im Discord auch häufiger, einfach ein Seed raushauen und man steckt dann halt die Endzeit in, als Screen rein. Ich glaube, der Boss hat einen Schlüssel. Oder habe ich eine Kiste übersehen, Norkas? Scheiß auf die Gegner. Norkas! Backseat gäbe ich mal bitte. Aber ich glaube, ich habe alles. Guck mal, Bomben! Wenn das passt. Danke, Schminko. Eher wie auf dem Server, ja. Also, ich habe jetzt nur noch Swamp Palace offen. Und danach darf ich in GT rein. Yeah, GT! Yeah! Party für die ganze Familie! Bonk! Lest, als ob du dir das anguckst. Du guckst dir doch nur Randos an, wenn du Tod und Verderben erhoffst. Ich kenn dich, das weißt du. Desi hat auch gesehen, der hat mehr Spots als ich abgeholt. Überraschung. So 2, 3 mehr. 20 oder 30 waren es noch. Ja, irgendwie so um die Drehe. Kann ich den Boss hier machen? Ja, ne? Gut, aber viele Spots kriegst du auch momentan nicht halt, weil Enterhaken und Dings fehlt. Der Spiegel. Ja. Die Druckplatte im Raum mit den Stacheln, das Item auf der Brücke oben, die habe ich geholt. Lieber zuschauen als spielen wie Metroid, ja nun. Leider habe ich keine Silberpfeile, so wie Desi. Ich habe auch keine Silberpfeile, aber danke. Hä? Ich dachte, du hast Silberpfeile. Oder hast du die gesehen oder so? Keine Ahnung. Nee, auch nicht. Tschüss, FPS, war schön mit euch. Alter, Level 2 Schwert ist doch scheiße. Ja. Ich mache hier nichts an Damage. Ich habe ja Level 3. Ich hasse dich. Nein, tue ich nicht, aber. Alter, ich finde hier nur scheiße, ne? Yeah, scheiße! Ja, komm. So, Auge. Er hat ein Auge auf mich geworfen. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt doch alle Bock auf den Samstagstream. Ne? 15:30 Uhr. Geburtstag. Dann bin ich alt. Also, uralt. Dann komme ich in die Altersklasse von Isano und Desi und Udo. Nicht nur eins. Ja, er hat mehrere Augen auf mich geworfen, ha? Escape for Vitreous. Ah! Bin dann quasi tot, so wie Desi, was? Oh mein Gott, Desi! Siehst du, was da liegt? Doof. Ich würde jetzt an Desis Stelle einfach gehen. Ich würde an Desis Stelle sagen, gehen. Dass er bei mir liegt, ne? Ja, also, hat jemand eine Ausrede für mich? Wo waren dann der fehlende Schlüssel? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie einen Schlüssel zu wenig gehabt, aber dann ist das scheißegal. Oh mein Gott, ich habe ein... Hier, Geld. Ich habe einen scheiß Spiegel. Oh, diese steckt mir wieder Geld in den... ja. Was? Och, scheiß Viech, ey. Könnt ihr mich bitte löschen?
würde dich ja bannen, aber leider geht das nicht. Nee. Hast du eine Kiste liegen gelassen, damit man dich aufziehen kann? Du kannst mich mit Misery Meyer aufziehen und dass der Spiegel da liegt, Dennis. Uff. Ich meine, ich wusste das natürlich, dass ich in Misery Meyer reinkomme. Das war nur ein Test für euch. Sagt man dann so. Ja, habe ich von Lord Pappnase gelernt. Ja, das brauche ich nicht. Da liegen nur Pfeile. Scheiß drauf. So. Dann kann ich. Wie komme ich da am schnellsten hin? Da lang. Mal so ein paar Ports machen. Ja, Schmünko, ich kenne mich halt aus, ne? Dizzy wird eh zuerst fertig sein. Aber das war von vornherein klar. Dizzy spielt das im Halbschlaf durch. Ich habe ja auch jetzt gleich nur noch GT offen. Das war's dann. Ja. Dizzy muss GT, kenne ich auch auswendig, also. Vor allem, Dizzy muss auf jeden Fall GT machen. Also sehr, sehr wahrscheinlich, soweit ich weiß. Ich muss ihn auf alle Fälle machen. Vorher geht die Pyramide bei mir nicht auf. Ich muss GT nicht zwingend machen. Das heißt, Dizzy spielt auf jeden Fall mehr als ich. Ja, nun. Aber irgendwo liegt halt noch ein Enterhaken von mir rum. Ja, vielleicht ja doch irgendwo bei dir. Nee, und nicht bei mir. Warte, ich mach mal eine Vorhersage auf. Pass auf, pass auf. Wo der Enterhaken liegt. Vorhersage starten. Wer hat Kittys Enterhaken? Ja, Minko gibt es. Man kann die Gegner randomisen. Daisy oder Kitty? So, Guys, ballert mal Kanalpunkte. Man kann auch die Bosse shuffeln, dass zum Beispiel Twinex gleich im Eastern drin ist. Was, oh Gott, Boss-Shuffle. Nee, lass mal. Optimal wäre. Nee, ist aber lustig. Da hat Moldor teilweise tausende Augen. Edemizer wäre eigentlich witzig. Wenn ich mal Langeweile hab? Boss-Shuffle habe ich ja schon mal gespielt. Ja, Boss-Shuffle ist ja auch nicht so schwer eigentlich. Ja, meistens habe ich halt keinen Bock drauf, dass ich dann nicht weiß, kann ich den Dungeon klären, kann ich ihn nicht, kommt mir jetzt gleich Trinex ins Gesicht geflogen. Enterhaken! Enterhaken, all right! Auf den Swamp Palace habe ich keinen Bock. Oh Gott, Trinex in all... rote Post! Trinex und Eis ist die Hölle. Ja, das ist wirklich die Hölle. Ich hasse es ja schon, wenn der Eiskopf eine kleine Spur hinterlässt. Aber der ganze Raum auf Eis? Nee. Nee, lass mal. Wieso laufe ich eigentlich außen rum? Guten Morgen, Kitty. Ein Schwortle. Ach du Scheiße, Norkas. Warum tust du dir sowas an? Ja, das frage ich mich auch gerade. Norkas, please. Stop it. Ja, komm, das nehme ich jetzt mit. Das ist für Daisy. Den Daisy-Schmesi. So. Dann gehe ich noch zur Graveyard Ledge. Ich habe gewählt, bitte nehmen Sie das andere. Dennis sagt, das Zeug liegt bei mir. So, der Enterhaken. Ja, also müsste jetzt bei mir liegen. Ja. Das heißt, zu 99% liegt der Enterhaken bei Daisy. Weil Dennis immer bei Vorhersagen reinscheißt. Schminko gönnt sich nachher Punkte, habe ich gehört. Ha? Schminko möchte Might and Magic bei mir sehen. Geh dann gleich mal in GT rein. Ja, Daisy, dann bereite dich mal gleich auf ganz viel BK vor. Ja, Daisy, hol mal meinen Spiegel. Oh, warte, der ist in meinem Misery Meyer.
Witzigerweise, ich habe noch zwei Kisten im Desert Palace offen, aber da habe ich den Schlüssel noch nicht. Ja, hol mal meinen Enterhaken, Daisy, ja? Dennis hat gesagt, der liegt bei dir. Geh du erstmal zur Hookshot Cave etc. Ja, ich bin unterwegs, Jung. Ja, da kannst du Hookshot Cave kannst du nichts machen, aber Paradox Cave und so weiter. Ja, ich geh gleich, wenn ich hier auf der Graveyard Ledge war, gehe ich da hoch. Kann ich so schnell, ich bin eine alte Frau! Naja. Noch nicht. Erst Samstag. Oh, ich bin eine junge Frau! Geil! Warte, was? Auf jeden Fall sind wir beide wacher als vorgestern. Ja. Sobald Daisy nachgedacht hat, war alles vorbei. Level 3 Schwert. Oh. Ich weiß, dass der schnellste Weg ist, den ich jetzt nehme, aber interessiert mich auch gar nicht. Ich habe sowieso einen riesen Vorsprung, also. Ich dachte gerade, ich wäre in der Dark World. Alter, Palette! Palette, please! Ja, und deswegen spiele ich nicht mit anderen Paletten. No. Paletten sind geil. Oh mein Gott, das Geile ist, ich habe für Moldorm, ich muss Tower of Hera machen, das Level 3 Schwert. Danke, Dennis! So ein paar Boni kriegen Mods ja, ne? Die kriegen ihre eigenen Commands, auch wenn sie nicht streamen. Vielleicht kriegt Vanessa sogar ein Geburtstagsgeschenk von mir. Vielleicht kriegt Jesi auch eins. Vielleicht kriegt Vanessa eins und ich. Jetzt dauert noch bis Dezember, hallo? Ich feuere dich einfach an Nikolaus und dann kriegst du keins. Vanessa feuere ich einen Tag vor ihrem Geburtstag. Nein, Quatsch. Mach jetzt gleich erstmal Tower auf Hera. Ich will den Dungeon weghaben. Ich hasse Leuen mit dem Level 3 Schwerden. Oh ja. Oh, guck mal, Geld für dich. Ja. Wir nehmen dann dieses Platz. Ah, Pascal will Geschenke. Willkommen zurück, Pasqualle. Stimmt, Doc hat ja Nikolaus Geburtstag, genau einen Tag vor mir. So. Hallo, Stonius! Hi. Wir haben gerade eine Vorhersage laufen, auf die ihr, glaube ich, auch noch zugreifen könnt, wenn ihr gerade reinkommt. Wo ist mein Enterhaken? Also theoretisch müsste ich nicht nach unten. Aber ich gehe nach unten. Ich habe ja auch was bekommen, ohne Mod zu sein. Ich finde erstmal das Level 4-Schwert für dich. Ja, Pascal, weil du ein cooler Typ bist. Dennis, wann hattest du Geburtstag? Ich kann mir das nicht alles merken. Ich bin ein schlechter Mensch. Entschuldigung. Ich glaube, jetzt ist Dennis traurig. Im Mai. Ja, im Mai waren wir noch nicht so dicke, Dennis. Siehst du? Wir sind ja jetzt erst dicke geworden. Holy shit, spam mich halt. Holy shit! Daisy, chill! Ja, Schminko, ich habe für die 30 vorgesorgt. Ich bin froh, wenn ich mir den Monat von jemandem merken kann. Ich werde ja 30, ne? Aber Pascal gestern in seinem Stream so, ja, eigentlich kann ich mir auch keine Geburtstage merken, aber Kitty erzählt jeden Tag fünfmal, dass sie Samstag 30 wird. Und ich so, oh. Vielleicht freue ich mich ein bisschen drauf. Ich krieg Geschenke. Bist alt. Aber Geschenke, Daisy! Ja, Geschenke. Oder so ähnlich. Aber Leute, wie findet ihr Geburtstage? Habt ihr Bock oder habt ihr nicht Bock? Also eure eigenen Geburtstage. Ich feiere meine seit 14 Jahren nicht mehr, von daher. Oh mein Gott, mein Freund backt mir einen Schokokuchen, das wird so geil.
Ich habe hier schon ein Paket von einem Freund. Ich krieg noch zwei Stück von denen, ich weiß. Hab Bock. Wieso hasst man es, Geschenke zu bekommen? Dennis, what? Level 4 Schwert für mich. Lade. Sehr unterschiedlich bei euch. Ich sehe schon. Yo, Moldau und zwei Hits. Ja, der hält nicht viel aus bei Level 4. So, dann gleich noch da unten die eine Kiste aufmachen gehen. Also ich habe halt nicht Bock auf so große Feiern mit 500 Leuten, aber so mit Menschen, die ich mag, feiere ich sehr gerne. Ich bin ja Sonntag auch bei meinem Vater. Und werde auch noch mich irgendwann mit meinem Bruder und seiner Frau treffen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie die halbe Familie einzuladen. Nee. Mit Mo und Max, geil. Ich meine, abgesehen von Corona, am liebsten sind mir halt auch so, ich sag mal, maximal 5er-Grüppchen. Dann ist man halt, wenn du halt so mit 10, 20, 30 Leuten bist, dann ist eh Grüppchenbildung. Die Familie, mit der ich mich halt treffe, die mag ich halt. Yo! Ich glaube, Desi geht gerade durch GT. Sein. Lot. Ich gehe in den unteren Bereich gerade nur, um zu gucken, ob da der Dings ist, der Enterhaken. Hier ist Geld für dich. Enterhaken, Enterhaken, Enterhaken. Und du kannst nicht mehr jedem korrekt werden, genau, Pascal. Desi, würdest du betrunken Karaoke singen oder nicht mal betrunken? Ich war noch nie betrunken, von daher kann ich dir die Frage leider nicht beantworten. Okay, daran arbeiten wir noch. Der Tank Run, ja. Wegverlängerungsspirale! Echt, Pascal? Ich muss dafür hackendicht sein. Heile, okay, cool. Um mich zu betrunken und zu machen, dann müsst ihr schon vorbeikommen und mich abfüllen. Ja, mach ich. Ich bring dann Vanessa mit. Dann könnte das klappen, wahrscheinlich. Bei ihr hat's auch geklappt und sie war nicht mal mehr bei dir. Norcas, nein. Vor allem, weil ich nicht mal weiß, welchen du meinst. Kopfhörer an laute Musik in der Öffentlichkeit. Du fängst in der Öffentlichkeit an mitzusingen, Schminke? Was? Wie? Was? 9 Stunden am Was? Ich hab Fragen. Glaub, das, was ich gerade mache, beantwortet deine Frage, Norcas. Krass. Ich kann keinen einzigen Bombjump in diesem Spiel, also. Das Einzige, wo ich mal singe, ist, wenn ich alleine Auto fahre und die Musik gut ist, aber das ist auch selten geworden. Hier ist ein Schlüssel für dich. Hier ist noch ein Schlüssel. Ja, jetzt kann ich in Desert Palace alles machen. Ja, siehst du, vielleicht liegt da ja mein Enterhaken. So, wo bin ich jetzt? Ich habe die Orientierung verloren. Da bin ich. Okay, cool. Frag mich ja, wo deine und meine Silberpfeile sind. In meinem GT? Ja, das wäre lustig.
Warte mal. Kann ich Turtle Rock ohne Enterhaken komplett machen? Solltest du. Kann nämlich gerade nicht denken. Man braucht den da nicht unbedingt. Oh Gott, wir haben kein FSK 18, Leute. Ihr müsst woanders über eure Fetische reden. Oh, fuck you. Also im Hookshot Cave kann ich nichts machen. Auf der anderen Seite liegt ein Herzcontainer. Und im Hookshot Cave, ich habe halt keinen Hookshot. An eine Kiste? Okay, Norkas. Ich wollte sagen, habe ich hier unten noch eine Kiste? Stimmt, du hast recht. Ja, an eine Kiste kommst du ran, wenn du bongst. Easy. Gut, aufmachen kann ich ja eh. Dizzy hat ja eben ein drittes. Ob ein kleiner Schlüssel für oben reicht. Für den oberen Bereich. Ach so, sorry, Pascal, falsch verstanden. Ja, ja, mach das in eurem FSK 18-Channel. Wir haben keinen. Es würde da eh nur noch offensiver um Ärsche gehen. Und wahrscheinlich würden da ein paar Arschfotos rumfliegen. Viele. Für Vanessa. Ah, ich wollte bonken. Unrhythmisch durch die... Ich kann überhaupt nicht tanzen. Oh Gott! An welchen komme ich denn dran? An den da unten, ne? Nein! Gut. Da unten kommen. Fuck! Moment. Krieg das hin. Das überhaupt in Logic? Du brauchst ja den Pump-Job nicht für... Nein! Wie ein Pinguin. Ja, Dennis sieht wirklich aus wie ein Pinguin. Ich habe ihn gesehen bei unserem Säufnis. Ich hau gleich irgendwen. Wollt ihr mal einen Trick verraten? Ja. Du kannst die Richtung, in der du rennst, noch verändern, während du A gedrückt hältst. Oh. Ich bin nur gerade. Hä? Sprich, du kannst nach unten gucken, während du A gedrückt hältst und dann nach rechts und dann bongst du nach rechts. So kommst du nicht in die. Dann hebst du den Stein halt nicht auf. Ah, I see. Nee, Pascal, für Speedruns bin ich zu schlecht. Ach, ich gehe da später mit Enterhaken rein. Ich bin zu dumm. So. Geh jetzt den Dungeon machen. Das dauert mir zu lange. Ja, Studios, du kannst beim Run nur andere Paletten einstellen. Es kann halt gut sein, dass in genau der Kiste dein Enterhaken drin ist, ne? Ja, aber das ist doch nicht in Logic. Weiß ich nicht. Kann gut sein, dass das. Das ist ja kein Glitch, ne? Ist ja gut. Ich gehe ja schon. Der Sprint hört auf, wenn ich zu nah am Abgrund. Ah, okay. Ich verstehe. Ich bin schlau. Dizzy wollte halt die Vanilla-Palette. Ich will immer mit Vanilla. Fragt nicht. Hä? Guck mal eben bei mir. Ah. Ja, ich bin dumm. Aber wie mache ich den an der Stelle? Ja, nach links oder rechts gucken und dann. Hä? Nach oben. Warum will er gerade nicht? Weil du zu nah an der Kante stehst. Ah, fuck, das wär's gewesen. Hallo, Isano. Hallo. Hallo, jetzt fall ich runter. Ich
Ich hab ihn. Also nicht den Enterhaken. Ich hab den. Ich hab einen Schlüssel für dich. Schlüssel. Ich hab sogar für GT. Das ist sogar ganz praktisch gerade. Die Frage ist, will ich durch Turtle. Ja klar, in Turtle Rock kann noch was Wichtiges liegen, ne? Ja. Die Babe, stimmt für die Easy und kassiere Kanalpunkte. Ah, ich hätte mir vorher, aber es wird schon mit zwei blauen Tränken gehen. Ich will nicht nach GT Norcas, wenn du mich meinst. Kommst du gar nicht in GT rein, oder? Ist doch eingestellt, dass du 7 Kristalle brauchst, oder hast du schon alle 7? Ja, doch. Wir brauchen eigentlich nur noch Silberpfeile. Ja, dann mach mal. Ja, ich bin dabei. Ich such die gerade. Mach doch schon. Ich finde nur Cash für dich. Silberpfeile, all right. Bombe. Ich will aber nicht durch GT Norcas. GT ist doch einfach. Nein. Doch. Nein. Jetzt muss ich das so machen. Uch. Bitte, bitte, bitte. Ich habe keinen Plan, was die beiden da machen. Na, Isano, du kennst doch Randomizer, oder? Die Items werden halt zufällig verteilt. Und Daisy findet bei sich Items für mich und für sich. Fuck, ich bin dumm. Ich meine, das wissen wir, aber... Alle Kisten in GT. Und wir müssen uns halt gegenseitig die Items finden. Ich kann übrigens sagen, ich sehe ja durch die Webseite, wie viele Checks ich habe von insgesamt 216. Vielleicht die, die Zahl sagen? Ja. 209. Genau, eigentlich 50-50. Den Spiegel haben wir schon mal gefunden, der war bei mir. Das Face tanke ich mal kurz. Ja gut, hier waren jetzt die ganzen Schlüssel. Wir suchen eigentlich brauchen wir nur noch die Silberpfeile. Ich könnte natürlich auch an der Pyramide aufmachen. Gerade bei Aghanim rein. Trefft nicht. Oh no. Wieso, alter Babe? Was, wie, wo, wer, was? Kanalpunkte oder was? Dann gehe ich gleich mal im Desert Palace mal eben gucken, was da noch ist. Desert Palace! Da habe ich ja noch 2 Spots. Da ist schon mal der Big Key. Zip, 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 zip. Ich dann mich aber frage, wo dann die anderen 5 Spots noch sind. Will! Ah! Bei mir, ich hab doch alles. Willkommen zurück, Vanessa. Vielleicht in den Dungeons was liegen gelassen? Oh, wie war das nochmal hier in Turtle Rock? Ich muss durch den rechten, ne? Ich denke immer, es ist der linke, aber ich muss erst rechts. Also der untere. Ja, erst der untere, glaube ich. Glaube ich. Ich komme da auch immer durcheinander. Ja, okay, danke, Norcas. Ach, ich weiß, warum ich ein paar Checks, ne? Natürlich habe ich aber nicht alles aufgesammelt. Aha. Weil es ein paar unwichtige Sachen waren. Ja, kannst du ja jetzt machen. Du hast ja dann Langeweile. Erstmal hol ich mir 4 blaue Tränke. Nicht, dass ich die brauchen würde, aber. Ich habe das Geld. Mehr Points! Au. Beziehungsweise die Checks müsste ich nicht machen, aber. Mach sie! Du hast doch eh Langeweile. Hallo? Ich habe übrigens den Bionar-Stab immer. Starten wir immer noch nicht. Vielleicht habe ich den. Wahrscheinlich habe ich den. Wette, der ganze vermisste Scheiß liegt in meinem GT. Jede Wette. Ich habe beide Silberpfeile.
Call ich jetzt. Ja, dann geh da mal durch. Nein. Ja, ich gehe da ja gleich durch, weil es auf dem Weg liegt. Ist ja gut. Will zwar nicht, aber ich gehe nach Turtle Rock durch GT. Bis dann, Norkas. Ich hoffe, du guckst das Wort. Pascal, erzähl mal, wie hast du deine Lichter so eingestellt? Meine sind irgendwie noch ein bisschen hell. Könnte aber auch an der Kamera liegen. Muss mal gucken. Es war heute relativ spontan. Oh Gott. Silberpfeile für mich gefunden. Echt jetzt? Ja. Und so. Desert Palace. Hier muss ich nach links. Und ein Spiegelschild für dich. Nice! Perfektes Timing. Wollte ich gerade sagen. Das passt nämlich ganz gut. Ja, und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Und jetzt mache ich die Checks, die unwichtig waren. Wenn ich noch weiß, welche das alles waren. Zweitniedrigste Stufe bei warmem Licht. Kannst du mir das in Discord schreiben? Kann auch sonst mal kurz, warte mal. Wir machen mal das Pascal-Setting. Hier wollte ich nicht hin. So, das ist das Pascal-Setting. Findet ihr das besser als eben? Erzählt mal. Desi hat Go-Mode, oder? Ich hab Go-Mode, ja. Kannst auch eben anschalten. Aber ich weiß nicht, ob er das wieder ausmacht wegen Autotracking. Versuch mal. Ich hab meinen Pilz gefunden. Etwas grell. Wegen dem warmen Licht oder wegen der Helligkeit, Dennis? Habe mich versehen. Oh, hier wollte ich, glaube ich, nach oben durch. Oder war rechts was? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Upp. Nee, hier war nichts. Okay. Daisy, der olle Flitzer. Sorry. Ich kenne das Spiel vielleicht ein bisschen zu gut. Ein bisschen. Oh, guck mal, ein Schlüssel für dich. Ah! Na, deine Bomben. Pascal, was meintest du mit habe mich versehen? Oh Gott, ich hasse diesen Scheißraum. Warte. Hier runter? Moment. Du meinst das normale Licht, Pascal? Es gibt ja noch dieses bläuliche. Also quasi kalt. Hier mal kurz looten. Hast du deinen Pilz abgegeben, Daisy? Ja. Okay. Ach, pack einen zu tief. Nicht angezeigt im Tracker. Das nimmt er auch, glaube ich, raus, wenn ich es einschalte. Hier rüber. Stonius, ja. Pick diesen Raum. Hui. Einmal hier. Das Blaugraue ist wahrscheinlich nice für Dennis, ja. Ein Herzteil. Eine Karte. Für mich. Wow. So. Schlüssel für mich. Und Geld für dich. Okay.
eigentlich schon genug Geld oder so. Wie viel hast du? 2000, schlag mich tot. 2052. Ich hab 1300. Wobei ich halt, muss halt wieder nachfüllen, meine Flaschen. So, du verpisst dich jetzt mal. Und ich kann mich dann mit Trinex prügeln. Trinex. Ich hasse ihn, ey. Der geht eigentlich. Weil du hast jetzt Level 4 Schwert. Ich habe den mit einem Level 2 Schwert gemacht. Stimmt. Also, schwert ich mal nicht. Ja, gut. True Story. Ich hätte gern noch... Komm mal hier. Komm. Falsche Richtung. Die Leute könnten sich jetzt eigentlich schon vorstellen, da ich gerade nur noch Trash ablaufe, dass der Enterhaken bei dir ist. Sehr hoch ist wahrscheinlich. Warte, was hat Dennis gesagt? Warte. Dann würde Dennis Punkte kriegen. Was ist da los? Ich hab die... Hab ich die hier geholt? Oh, nö. Falsch. Lass mich Money. Das hol ich mir mal. Wieso steh sie? Was? Trinex! Ja, komm, der hat einen Drop. Ich mach den. Erst den Kopf. Papalapap, es gibt einfach keinen Enterhaken. Genau, Enterhaken ist eine Lüge. Fake News! Easy. Düb. Ja, treffen, Kitty. Treffen. Sekunden zum Punkteballern. Haut all eure Pfotenpunkte raus. Jetzt. Das ist gleich eh jeden Moment weg. Au. Genau jetzt. Jetzt hängt gerade der Chat genau über die Anzeige, wie viele Spots ich habe. Das mag ich jetzt gerade gar nicht. Yeah, Trinex Level 4 Schwert. Geil. Oh Gott, er hat einen Wacken. Fick dich, Trinex. Hat mir das jetzt eigentlich irgendwas gebracht, durch Turtle Rock zu gehen? Ich glaube nicht. Ein Spiegelschild habe ich von Daisy? Ich habe jetzt auch noch zwei Checks offen, aber ich weiß gerade nicht, welche. Oh Gott. Norkas ist weg und ich gehe in GT rein. Easy. Hat jemand anders Ahnung von dem Spiel und ist gerade da? Ich weiß nämlich nicht, welche ich ausgelassen habe, weil da nichts drin war. Ganz viel Spaß. Stonius? Ein Schlüssel, ja, genau. Okay, ich habe einen Schlüssel für Daisy gefunden. Der mir nichts mehr gebracht hat. War das von Skywoods? Ja, ich glaube, kann sein. Danke, Pascal. Gucke nach dem Stream. Mir fällt nicht mal ein, welche Spots ich ausgelassen habe, weil da nichts drin war. Ich werde auch noch mal mit der Position von den Lichtern gucken. Aber viel mehr kann ich nicht machen. Ansonsten blockiere ich halt auch Minis. Da sind meine Silberpfeile. Wir sind im Go-Mode. Ja, gut. Ich mach trotzdem GT fertig, würde ich sagen. Okay, dann hole ich mir in der Zeit, wo du den fertig machst, hole ich mir die Erweiterung einfach für Geld. Hau rein. Die Bomben und Pfeile, auch wenn man es nicht braucht, aber... Go-Mode heißt, du hast quasi alles, um das Spiel zu beenden. Wo der Enterhaken ist, können wir trotzdem durch den Spoiler-Log im Nachhinein rausfinden. Ich habe einen Spoiler-Log. Können da nachgucken. Aber zu 99,9%, er liegt eigentlich bei mir. Der kann nicht mehr bei mir liegen. Ich habe noch zwei Spots, die ich machen kann und ich weiß gerade nicht welche. Das sind halt irgendwelche, die ich liegen gelassen habe. Weil da halt nichts drin war, was man sehen konnte vorher. Da komme ich nicht rüber. Oder ich habe welche komplett vergessen, aber das glaube ich eher weniger. Nee, da kommst du nicht rüber. Ja, dann gehe ich halt auf die rechte Seite. Auch wenn ich immer lieber zuerst die linke Seite mache.
Alter Haken, all riot! Oh. Und auf dem Weg nehme ich nachher die Bombe mit, die große, die rote. Weil mich einfach interessiert, was da ist. So, ich facetanke das jetzt einfach und heile mich nachher. Ah! Ich hasse diesen Raum. Generell diese fliegenden Teile sind scheiße. Die Teile nennen sich auch Steinplatten. Ich hasse es! Okay, der Raum ist aber auch... Also die Räume sind sowieso einfach nur warten. Und der Raum mit der Hand ist ja das Schlimmste. Jupp. Ja, da ist meine Kiste. Kompass. Okay. Ach, dieser Kackraum, ey. Oh, was tue ich denn da? Bullshit, wie immer. Schubst mich nicht in die Hand. So. Dann einmal. Zweimal. Perfekt. Dreimal. Viermal und rein. Ach, der Raum. Profis machen den mit Bomben. Ich glaube, ich habe jetzt einen Spot, den ich ausgelassen habe. Oder einfach damit. Zack. Easy. Nee, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ich könnte halt in den Tracker gucken. Von der Webseite, aber dann weiß ich nicht, ob da wäre der mein Bild dann noch übertragen wird. Wahrscheinlich nicht. Oh, das sehe ich gleich. Ich hab deinen Streamer ein Bild im Bild. Hui! Oh Gott! Ich hab grad gepennt. Guten Morgen! Ich hatte doch grad Kaffee! Meinen zweiten, was für Dennis echt weh. Wenig weh. Hat keiner gesehen, okay? Gut. Ich mit Delay. Ach Quatsch! Das hast du dir eingebildet. Dann geht langsam die Schlüssel aus! Oh mein Gott. Ich mach so selten die rechte Seite. Ich hab grad mal geguckt. Ich habe irgendwie zwei Spots in der Lichtwelt noch offen. Aber frag mich nicht, welche. Mehr Kaffee. Das sind irgendwelche, die ich liegen gelassen habe. Da müsste ich jetzt aufstehen, Schwimmku. Schwierig. Easy, hol mir mal Kaffee! Nee. Vanessa! Vanessa, mach mal. Dann kannst du auch Mini streicheln. Ich wette, das kriegt sie rum. Ah! Kaffee! 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 So, hier kann ich ja easy bonken. Warte mal, komme ich, wenn ich hier links durchgehe, wieder auf den linken Teil von GT, wo ich eben nicht reinkam? Weißt du das jemand? Nicht wirklich. Hä? Nicht wirklich. Okay. Bringt mir nichts, ja? Nee. Bonk. Hat keiner gesehen. Danke, Pascal. Danke. Nun. Kleiner Schlüssel für mich. Hui. Oh, guck mal, unsere alten Freunde. Donk. Donk. Ich habe Silberpfeile. Au. Donk. Aber ich weiß doch einen Spot, der mir noch einfällt. Ha? Nee, da habe ich nachgeguckt gehabt. Easy. Die werden leiden, ja nun.
Enterhaken! Enterhaken, mach doch mal. War hier was? Ich glaube nicht. Ja, Feen, jede Menge. Okay. Kommen Sie mit, junge Frau. Oder junger Mann. Man weiß es ja nicht. Der liegt bei Desi. Hm, Schminko. Hm. So, hier will ich nach. Wollte ich da nach unten gehen? Doch, ein Spot weiß ich. Der mir fehlt. Hätte ich da nach unten gemusst? Ich lauf da jetzt nicht nochmal durch. Ich habe jetzt nicht geguckt, was du gemacht hast, aber. In dem Raum mit der großen Kiste bin ich nach oben gegangen. Ja, na, wenn du nach unten gegangen wärst, dann wärst du da mit dem unsichtbaren Weg hingekommen. Okay, das heißt, es macht keinen Unterschied. Richtig. So, ich könnte Swamp Palace machen. Ich könnte zur Hexe gehen. Ja, an einem von den beiden Orten wird doch wohl mein Enterhaken liegen. Desi, darf ich noch Swamp Palace machen? Von mir aus. Vielleicht fällt mir auch ein, welcher der letzte Spot ist, der mir fehlt. Weil hier oben habe ich jetzt alles. Desi sucht in der Zwischenzeit. Der liegt bei diese alter Schmückkuh. Der hier in der Wüste rechts schreibt, Schmünku gerade? Die hab ich. Mhm. Gib mir mal das hier. Und Schaufeln kann ich auch noch. Das machen wir auch noch. Und die Bombe, ja? Machen wir jetzt alles. Hab ich auch schon. Soweit ich weiß, ja. Die Bombe hast du auf jeden Fall. Ja. Also es muss ein Spot sein in der Lichtwelt, den man sich angucken kann und den ich halt ausgelassen habe, weil da nichts Wichtiges drin war. Das Truhenspiel in der Dark World haben wir, glaube ich, auch beide gemacht. Ich könnte... In der Light World zählt es nicht. Ich eine Ahnung haben, welchen Spot. Ja, das Truhenspiel ist ein Spot, aber es ist in der Dark World. Da. Ich will mir diesen scheiß Enterhaken finden, ey. Es geht mir so auf den Piss. Oder hab ich recht? Ich hab recht. Ah, er hat ihn. Die Bibliothek. Damit habe ich jetzt offiziell nichts mehr zu tun. Ja, dann kannst du... Ich würde sagen, wir machen gerne gleichzeitig. Das heißt, du kannst dich von mir aus irgendwo hinstellen und warten. Oder du läufst halt in der Weltgeschichte rum. Aber ich würde halt gerne gleichzeitig zu Gernen gehen, wenn es dir recht ist. Ja, ich habe Zeit. Warte. Ich wollte buddeln. Wie Kalbhaut! Du mach mal diese Abgrundrenntricks, was? Nee. Ich weiß ganz genau, was du willst. Was für Schmönku? Mal nicht runterfahren. Ja, klar. Also, nee. Aber so schnell kann ich nicht A drücken. Mann, ey! Fick dich, Spiel. Ja, also Geld brauche ich nicht mehr. Nicht? Desi will mein Geld nicht. Desi, überzeug mich mal, damit ich ALT-TP durchspiele. ALT-TP ist ein gutes Spiel, fertig, aus. Spiel's. Dennis, ich guide dich durch. Wenn wir trinken. Bist du jetzt überzeugt? Ja, gut. Das gleiche Angebot gilt für Vanessa. Bei Vanessa müsstest du mit Essen kommen, glaube ich.
Vanessa, spiel mal Alt-TTP durch, dann kaufe ich dir Essen. Kriegst du einen Lieferando-Gutschein von mir. Grump. Hey Vanessa, du hast jetzt auch das andere Rage-Emote, ne? Mach doch mal. Gib doch mal an damit. Ey, wenn der Enterhaken Vanilla ist, ne? Ich glaub, dann schrei ich. Das andere Vanessa! Du Keck! Easy Vanessa ist gemein zu mir. Ja, da kann ich jetzt leider auch nichts gegen machen. Damit du streamen? Ja, Dennis, hier, Bildschirmübertragung. Kann ich sagen. Mach's einfach Emulator, hast einen Controller, wird schwierig, ne? Hier hast du eine Karte und hier hast du Geld. Das heißt, eigentlich muss mein Enterhaken irgendwo bei dir sein. Im Swamp Palace sein. Ich wüsste nicht, wo. Oder? Nee. Ich wüsste nicht, wo der sonst sein soll. Alter. Kein Controller. Habe ich einen alten, den ich dir leihen kann? Du vier Spots offen hast. Also 5 in der Lichtwelt. 10 in der Dark World. Also Desert Palace habe ich komplett. Lake Hylia Island ist noch offen, da war aber, glaube ich, nur Trash. Zu Sahasrala kann ich nach dem Swamp Palace. Genauso wie zum Swamp Palace kannst du die erste Truhe kannst du machen beim Swamp Palace. Lumberjack Cave. Da war aber, glaube ich, auch nichts. Tastatur. Nee. Also, es kann gut sein, dass der bei dir im Swamp Palace ist, ne? Hi, Udo! Wir sind beide im Gore-Mode, aber suchen. Also, Daisy ist noch im BK-Mode. Ich will noch meinen Enterhaken finden. Ich könnte in Spoiler-Log gucken. Nein! Aus, Daisy! Aus! Ja, für mich selber. Nein! Ich will es dir ja nicht sagen. Du musst mitfiebern! Fieber mal mit! Ja, der kann bei dir fast nur da sein. Psst! Nicht nachgucken! BK-Mode heißt, Daisy hat nichts zu tun. Frag mich nicht nach der Bedeutung. Burger King Mode. Nimm deine Enter-Taste und mach. Weil du halt nichts machen kannst und halt an der Zeit irgendwo auch Essen bestellen könntest, etc. Ich meine, es passiert heute eh schon das Unglaubliche, dass Dennis mal Pfotenpunkte gewinnt. Ha? Einmal alle Jubeljahre. Vicky? Der ist im Vanilla-Spot. Ich schwöre euch, der ist im Vanilla-Spot. Safe im Vanilla-Spot. Ich rieche das doch bis hierhin. Daisy, riechst du es auch? Ja. Ist das even randomized? Nee, Stonius. Nee. Sieht man doch. Uff. Ich bin gerade zum Rasenmäher fungiert. Beziehungsweise digitiert. Easy mit Rasen. Zitrone. Also bei Eis würde ich definitiv auf Vanille gehen. Easy, du Zitroneneis oder Vanilleeis? Vanille. Guter Geschmack. Zitroneneis. Kann ich überhaupt nicht ab. Easy, mal Bilder in den Rasen. Nee. Ich mach's jetzt spannend. Ich hol erst eine andere Kiste und gehe dann an die große dran. Pass auf.
Am liebsten würde ich sagen Stracciatella. Bist du dabei? Bestes Eis, Daisy? Das Eis ist immer noch Schokolade. Stracciatella! Ja, haut mal raus, Leute. Stracciatella, sehr gut, Udo. Ansonsten Schoko und Vanille. Erdbeer geht auch fast immer. Himbeer. Ich will nicht hinsehen. Daisy, sieh mal für mich hin. Mach ich schon. Warte. Dann geh mal hin und öffne. Das ist der Enterhaken? Nee, ein Herz für mich. Ess dich, Vanilla. Kann ich jetzt noch hier irgendwas machen? Ich glaube schon. Ja, die linke Seite kannst du noch. Eierlikör. Echt jetzt? Was? Eierlikör? Zitrone, Banane? Nee. Heidelbeer, weiße Schokolade. Würde ich nehmen. Zitroneneis ist für mich so, ich beiß mal ab bei meinem Freund und dann ist wieder gut. Bitte reiß diesen Satz nicht aus dem Kontext. Danke, ich kenne euch. Johannisbeereis. Mmm, lecker Stonius. Mmm. Entschuldigung. Gerade irgendwie so viel Langeweile. Ja, sorry. Dass ich zu dem Schießstandspiel da gehe. Ich arbeite dran. Ich such doch schon den Enterhaken. Such, Kitty, such. Auch mit Mini-Schuss Eierlikör. Udo, please. Darf ich auch mal dran denken? Mmh. Guys, please. Treffer. Hier, sie trainiert jetzt das Minispiel. So. Ich hasse dieses Minispiel übrigens als Info. Geil! Zum Glück ist da kein Spot. Das wäre in den Randos so schrecklich. Mir schon gereicht, als ich das in der Challenge da so perfekt gemacht habe. Uff. How about no? Wer kommt doch auf so eine scheiß Idee? Ja, ich weiß wer, aber trotzdem. Daki, du Sack! Hätte ich mal was gesagt beim drüber gucken. Nein, das Minispiel ist scheiße! Hallö! Oh! Hallöchen, Peter! Ich bin jetzt beleuchtet. Peter, bist du Sub? Guck mal, Subs haben jetzt was Geiles. Das hier. Ja, ich nerve, ich weiß. Erdbeer, Basilikum oder Orange, da. Alter, Dennis. Hä? Da fehlen Penarstab, jetzt habe ich alle Items. Du bist nicht Sub. Oh! Ab heute Abend 10 Uhr unserer Zeit ist September, Peter, ne? Ich gehe jetzt noch mal zum Holzfäller. Und am See gucken. Und dann gucke ich verwirrt. Habe ich gehört. Zählen eigentlich Gift-Subs nicht für der... eigentlich schon, Schmünko. Ich glaube, auf der Zura-Ledge war auch nix. Ja, selbst wenn er der Enterhaken gewesen wäre, das hättest du dir gemerkt. Ich denke, why not both? Meinst du wegen des... kannst du Immortals nutzen, Schmünko? Oder geht's um die Rolle oder um beides? Noch ein Schuss und wenn ich treffe, habe ich ein perfektes Spiel. In dem Schießstand. Das wäre geil. Und das auch noch verfehlt. Ich spiele BOTW Zelda eigentlich. Gerade sagen, das ist. Und ich bin halt der Link zusätzlich aus dem Spiel. Ich müsste mal gucken, wer noch einen Gift-Sub bekommen hat. Und ob derjenige die Rolle bekommen hat. Ich kann ja die sonst manuell geben, Schminko.
Dann müsste ich die halt manuell wieder rausnehmen. Sag übrigens Bescheid, wenn ich im Spoiler-Log gucken soll, wo dein Interhaken ist. Ich guck nochmal durch. Manchmal braucht Discord auch ein paar Tage zum Aktualisieren. Aber wenn du die Emotes nutzen kannst, Schminko? Easy Showface, no. Hallo, das hier ist Dizzys Gesicht. Nein. Such nach dem Lexikon und du heißt, wie ich aussehe. Nee, da waren nur Bomben. Zwacken. Es gibt nur zwei Personen in diesem Chat, die wissen, wie ich aussehe. Und das wird auch erstmal so bleiben. Einer davon bin ich. Die andere ist Vanessa. Au! Au! Ich kann auch gleich mal meinen Tracker einblenden. Zum drüber gucken. Also auf der Ledge liegen Pfeile, die sind sehr, sehr wichtig. Überlebenswichtige Pfeile für diesen. Den Kartentracker, ne? Oder? Ja. Weil durch den Autotracker hat er halt Sachen abgehakt. Das mache ich sonst nicht. Ich habe, glaube ich, eine Sache angeklickt, wo ich war, wo halt nur Scheiße lag. Das war, wenn du, also in der Wüste oben rechts, wo du mit dem Spiegel hin musst. Ja, da waren ja nur 10 Pfeile drin, habe ich ja gesehen gehabt. Achso, der Zora war schon. War ich bei der Fee? Nee, es fehlt nur noch die Ledge! Schminko, hast du sonst mal versucht, renn mal Discord und Twitch voneinander und verbinde es neu miteinander, ob es dann geht. Ich habe auf meine Map geguckt. Anganim habe ich komplett gemacht. Escape habe ich komplett gemacht. Warte, ich hol mal meinen Tracker rüber. Achtung, es zerschießt wahrscheinlich jetzt die eine Szene, weil ich wechsle kurz. So, ihr müsstet jetzt theoretisch das hier sehen. Korrekt. Also, das ist der Auto-Tracker, ne? Tower of Hera habe ich komplett gemacht. Floating Island war nichts Wichtiges. Master Sword Pedestal haben wir auch nachgeguckt, da war auch nichts. Castle und Escape haben wir gemacht. Hast du geguckt, was bei dir auf der fliegenden Insel da oben ist? Beim Todesberg? Ja. Sahasrala geht nicht, weil dazu müsste ich durch den Swamp Palace. Eastern habe ich gemacht. Desert Palace habe ich gemacht. Inklusive dem Item auf der Kante. Lake Hylia Island haben wir gerade geguckt. Muss jetzt mal für den Chat hier drauf gucken. Warte. Hört ihr mich noch? Easy, ich höre dich auch nicht, wenn du redest. Ich glaube, wir müssen den Call mal neu starten. Ich schreibe ihm das mal kurz. Moment, ich ziehe das mal darüber, damit ich das sehe. Daisy? Jetzt höre ich dich wieder. Ich höre dich auch. Das war echt komisch. Hol mal, warst du weg. So. Also, Thiefstone habe ich auch gemacht. Misery Maya habe ich gemacht. Ich hoffe, Daisy hört mich noch und er hat mich nur... Ja, ich höre dich noch. Okay. Also. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. War ich im Super Bunny Cave? Ich war nicht im Super Bunny Cave.
Ich hab das Super Bunny Cave vergessen. Ja, dann gehen wir hin. Bumper Cave war nix. Skywoods haben wir. GT haben wir. Ich kann auch eben bei dem Tracker gucken, den ich hab. So, ich schieb mal wieder alles hin. Kann ich umschalten, Daisy? Solltest du eigentlich. Ich habe alles wieder ganz normal wieder hingestellt, wie sonst auch. Gut. Jupp, läuft. Ja, dann gehe ich mal da oben gucken. Mein kaputter Controller kam heute an. Udo. Kannst wieder Sachen auseinanderbauen. War das 360 oder Xbox One, was du dir da geholt hast? Da vergisst sie einfach das Super Bunny Cave. What Sau! Mann, Kitty, ey! Vor allem macht man das eigentlich zuerst und dann die Hookshot Cave. Ja, du hast mich durcheinander gebracht, weil du meintest, Kitty, geh ins Hookshot Cave! Dann lass dich halt nicht durcheinander bringen. Nö. Was, Dennis, was? 360, wegen der. Ah ja, wolltest du auf deinen One-Controller machen, ne? Bester Controller. Da. Ein nachgebauter SNES-Controller, der sehr originalgetreu ist. 8-Bit-Dow Beste. Kann Daisy bezeugen. Jo. Hab zwar nicht dasselbe Design, aber der ist gut. Ich hatte ja früher schon mal Controller von denen. Also die sind sehr originalgetreu. PS5-Controller hatte ich noch nicht in der Hand. Hätte ich gerne. Pascal, ich komm mal vorbei, ne? Dann nimm mich mit. Okay. Ist ja fast auf dem Weg. Daisy hat doch keine Ahnung, wenn es um Nintendo geht. Nee, vor allem nicht, wenn es um Zelda geht. Udo. Was? Zelda? Was ist das? Kann man das essen? Ich verzock grad mein Bild. Mein Geld. Dann sieht man aber dein Gesicht, Daisy, ja nun. Dann weiß Pascal halt, wie Daisy aussieht. Ja und? Ich kenne auch andere aus dem Internet, wie ich aussehe, weil ich die getroffen habe schon. Was? Aber die sind nicht in unserem Discord. Okay. Ah, hier ist das Supper Bunny. Ja, genau. Supper Bunny. Was tue ich hier gerade? Reinscheißen? Ich sehe es jetzt erst. Ja, reinscheißen. So, ich mache aber mal. Ich muss mal kurz. Daisy, unterhalt mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Wir machen mal kurz Pipi-Pause. Peter, das höre ich zum ersten Mal mit den Gerüchten gerade. Peter, was? Und da glaube ich nicht dran. Das ist kompletter Schwachsinn. Dass die PS5-Controller sehr schwer ist, hört sich sehr gut an, Pascal. Ich glaube aber eher nicht, Peter. Wäre. Wo schnappst du sowas auf? Sich böse das gemeint. Ist das und Nintendo ist da wohl ein bisschen zu gut mit dem Geld, das, als ob die sich aufkaufen lassen würden. Vor allem mit der Switch in den letzten Jahren. Wer Daisy kennt, würde nicht fragen, was er vom BOTW-2-Trailer hält. Irgendwas von Zelda kommt, was nicht CDI Games ist oder Zelda 2 und Daisy so geil. Ja, ich bin. Hatten das wir das auf dem Discord? Bei dir hatten wir das zusammen gleich geguckt, ne? Die E3? Auf deinem Discord. Bin dann nämlich vielleicht ausgerastet. Ja. Dann kann ich ja jetzt aufhören, mein Geld zu verschleudern. Was? Mir geht's gut. Ich krieg gleich zu viel. Löse mal kurz die Vorhersage auf. Erst einmal das
und Dennis Geld gewinnt. Beziehungsweise Punkte. Kitty hatte Kittys Enterhaken. So, ich muss jetzt mal kurz irgendwie mich heilen gehen. Ich weiß auch schon wie. Ich sag mal nur. Ich vertraue dir nie wieder. Bannblech, Kitty. So, Dizzy, was meinst du, wie oft falle ich heute bei Gernen runter? Lass doch deinen Chat entscheiden. Was für eine Vorhersage nehmen wir denn da? Mehr als dreimal und weniger als dreimal? Ich könnte auch fragen, wer häufiger runterfällt, du oder ich, aber... dann wählen sie alle safe dich, also mach lieber eine Zahl. Moment. Ich kaufe eine 7. Hm, danke, Peter. Wie oft fällt Kitty runter? Weniger als dreimal? Oder maximal dreimal so. Mehr als dreimal. 69. Hm. Das wäre etwas viel, Udo. Dann würden wir heute Abend um 23 Uhr noch hier sitzen wahrscheinlich. Hauen Sie rein, hauen Sie rein. Pro-Tipp, wartet darauf, was Dennis pickt. On my way! Ist das für einen Clip, wenn ich gerade fragen darf? Mein Enterhaken, glaube ich, oder? Danke, Pascal, auf jeden Fall. Ja. Das hat aber gerade nicht funktioniert. Ja, Entschuldigung. Dennis hat einmal aus wie vier Malen Glück? Wie viele Vorhersagen hat er schon verloren? Alle außer die jetzt, ne? Ich glaube, zwei oder drei Stück hat er mal... Nee, ein oder zwei Stück vorher hat er mal gewonnen. Darf ich hier safe staten oder muss ich jedes Mal latschen? Latschen? Ich safe state auch nicht. Okay, Dizzy, du zählst an. 3, 2, 1... Go. Eine Mal bei Pascal gewonnen. Ja, ich glaube bei mir auch so ein oder zwei. Grumble, 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 grumble. You were supposed to bring food. Sag mal, ist das Vanessa oder was? Ja, du sollst Essen, hättest mit Essen mitbringen sollen. Ja, wollte nicht zum... Vanessa? Kann das mal jemand klippen? Bitte, danke. Vanessa sieht dann aber ein bisschen komisch aus. Vanessa, deine Gesichtsfarbe ist ungesund. Ja, Kitty, renn doch in alles rein. Renn in alles rein, kein Ding. Was meinst du gerade, Peter? Tschüss, FPS. Es kann sein, dass ich einen habe, der das ein bisschen unscharf macht, weil ich das angenehmer finde für die Augen. Vanessa. War gerade ein bisschen perplex, dass ich den schon in der letzten Phase habe. Ja, ich komme gerade auch in die Phase, wo er den Boden umhaut. Hilft dich jetzt auch mal treffen, danke. Ja, ja, FPS sind überbewertet. Braucht kein Match. Ganon, Titan des Essens, confirmed oder was? Ich hab Fragen. Einmal habe ich das geschafft, dass das nur ein Dingsbums ausgeht. Ja, habe ich auch schon mal geschafft, aber ich versuch's meistens erst gar nicht. Ha! Hoho, ich bin gut. Deswegen habe ich gerade gewartet, bis beide ausgehen. Ich hab's geschafft. Also mit dem Licht. Du hast Kano noch nicht geschafft. Nee. Zwei Hits von, ich weiß nicht, 6 oder so. Ja. Yeah. Down. Heilung 1. Oh Gott. Ich hätte mich fast selber runtergeschmissen. Easy.
Nein! Drei. Jetzt aber. Oh Gott! Vier. Es wird intens. Ja! Ich bin kein einziges Mal runtergefallen. On stream. So nämlich. You win! Hey, welcher Mistkerl drückt da gerade noch Kanalpunkte? Cheater! Ey, Leute! So nicht! Was denn, so funktioniert das nicht. Scherzkekse. Ey, Multiworld kann man gar nicht speed up. Nee, oh. Und jetzt müssen wir die langsamen Credits absitzen. Speed-Taste, Daisy. Ich hab eine. Hui! Kannst auch abspeeden, aber... Ich abspeede. Weil ich hab keinen Bock. You're at here. Ja, nun. Wupp, 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 wupp. Rennt nicht weg. Wir spielen gleich noch Mario Kart. Ich müsste gucken, auf welcher Taste ich das hab. Bei mir auf Leertaste. Standard, glaube ich. Warte, fast forward mache ich mal auf Mute. Also nicht wundern, dass gerade bei mir... Daisy guckt gerade nach. Hui! Ah, jetzt kommt gleich der interessante Kram. Da kommt der interessante Kram. Erstes Schwert nach einer Viertelstunde. Pegasus Stiefel eine Stunde. Flöte halbe Stunde. Spiegel drei Stunden. Ich find's gerade nicht. Ich spiele gleich noch Mario Kart 8. Jetzt habe ich es gefunden. GT Bicky sehr früh. Einmal gestorben, Daisy glaube ich auch. Gut, dass die meinen Sound nicht hören. Das ist gerade... Fairy Refifles? Zwei Stück? Fast. 189 von 216. 4 Stunden 14. First Sword 5 Minuten, Pegasus 12 Minuten, Flöte 1 Stunde 15, Mirror 1 Stunde 37. Ich hasse dich. Mein Spiegel war bei 3 Stunden. GG Wiki. Ja, gut. Nun hast du ja alle Collection Rate 216 von 216. Vier Stunden reine Spielzeit. Wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Okay. War geil. Gerne wieder, gerne auch mit anderen oder mehreren Leuten. War geil. Ich werde es highlighten auf jeden Fall.